So, herzlich willkommen zurück. So oder so, ich mach mal so. Zu einer weiteren Folge von Mindtest. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt hatte. Aber das Let's Play ist nur so temporär. Das heißt, das wird jetzt kein richtiges Let's Play, sondern ist eher nur gedacht als groß angelegter Testlauf, um zu gucken, ob das Ganze mit dem 4K und 60 FPS aufnehmen funktioniert. Weil ich mache das Ganze ja ohne Capture Card. Error Writing Config File. My Test Client Mods Conf. Warum willst du da was schreiben? Bist du dumm? Zum einen nehme ich das Ganze, wie gesagt, ohne Capture Card auf. Das heißt, ich höre Musik schon wieder. Das heißt, zum einen, wir wollten das Wasser, denn das Wasser. Zum einen wird das ganze Video, also das ganze Bild, halt über Software abgegriffen. Bei 4K und 60 Mal pro Sekunde kann das schon ganz schön problematisch werden, ist aber zum Glück nicht. Und dann arbeite ich hier auch mit Software-Encodierung. Das heißt, das Video wird dann H264 kodiert. Und das erfolgt auch über Software. So, hier ist nicht wirklich viel Wasser. Da müssen wir doch noch eine andere Stelle suchen. Aber erstmal hier die Früchte. Genau. Und um zu gucken, ob das halt alles funktioniert. Deswegen mache ich jetzt gerade diese Testaufnahmen. Damit dann, weil spätestens. Oh, guck mal, das ist wieder eine Mine. Spätestens, wenn denn irgendwann. Perfekt. Wenn wir denn. Also, wenn ich dann irgendwann mal richtig Glasfaser habe und dann wieder die richtigen Let's Plays mache mit auf externen Server online stellen und darauf dann spielen und alles, dann würde ich halt wirklich wissen, dass es auch wirklich alles aufnahmetechnisch so funktioniert. Und deswegen jetzt diesen lang angelegten, dieses lang angelegte Stream aufnehmen. Let's Plays. Ich sollte aufhören zu denken und zu reden gleichzeitig. Ja, deswegen, also ich mache jetzt hier ein paar Folgen mit meinem Test, aber dieses Let's Play wird jetzt nicht so ein Let's Play mit über 100 Folgen oder sowas, sondern ich habe jetzt, weiß nicht, noch, ich bin noch 4 Tage zu Hause wegen Urlaub und dann noch das anschließende Wochenende, wobei ich nicht weiß, ob ich mir am Wochenende auch noch Let's Play antun möchte oder ob ich da einfach nur entspannen möchte. Auf jeden Fall jetzt die 4 Folgen werde ich jetzt auf jeden Fall noch Sachen aufnehmen. Und ich weiß auch noch nicht, ob das, was ich jetzt alles aufnehmen werde, auch mein Test ist. Oder ob ich nicht doch wieder auch ein bisschen, weiß nicht, Euro Truck Simulator oder vielleicht auch wieder ein bisschen Doom aufnehme. Damit ich mal alles so ein bisschen durchgetestet habe, muss ich noch gucken. Also jetzt gerade habe ich Bock auf meinen Test. Speziell mein Klon. Aber versprecht euch von diesem Let's Play von der Laufzeit her nicht allzu viel. Weil das Problem ist halt, jede einzelne Folge, ich kann mal ganz kurz gucken. Die letzte Folge, die ist 3 GB groß geworden. Und bei meinem aktuellen Stand, meines aktuellen Internet, brauche ich alleine für diese 3 GB, wie viel waren es? 18 Stunden zum Hochladen. Wenn alles gut läuft und ich durchweg Upload habe. Wenn das Internet mal wieder komplett die Backen dicht macht und gar nichts funktioniert, dann kann es also sein, dass ich weniger als eine Folge pro Tag hochgeladen bekomme. Und ja, das ist dann natürlich blöd. Weil das Problem ist auch für mich, ich kann nicht einfach sagen, okay, YouTube. Hier hast du 18 Videos, ah, nee, Maximum ist ja glaube ich 15 Videos. Lad die mal einfach hoch, so schnell wie du kannst. Weil das Problem ist, ich weiß nicht, ob es an meinem Browser liegt, also an Chrome, oder ob es wahrscheinlich doch eher an YouTube allgemein liegt. Wenn du bei YouTube Videos hochlädst und dieses YouTube-Fenster, dieses Browser-Tab, womit er die Videos hochlädt, zu lange offen ist, also jetzt 2 Tage oder sowas, dann spackt das Ding nur noch rum. Und ja, wie gesagt, wenn er halt pro Folge schon einen Tag bis mehr als einen Tag braucht,
Da merkt man da natürlich, dass das Ganze so auf Dauer nicht so geil ist. Und deswegen, wie gesagt, jetzt funktioniert das Internet wieder einigermaßen. In dem Sinne, dass es zwar immer noch scheiße langsam ist, aber ich habe zumindest wieder konstanten Upload. Ich hatte ja vor einem Jahr, ja, mittlerweile fast vor einem Jahr, hatte ich ja meine Mindtest-Let's Plays und alle anderen Let's Plays abgebrochen, weil Upload gar nicht mehr ging. Über einen längeren Zeitraum. Und jetzt scheint es erstmal wieder zu funktionieren. Deswegen mache ich jetzt auch ein paar Let's Plays. Auch weil ich echt Bock drauf habe. Ja, so Entzugserscheinungen und alles. Aber es ist halt alles erstmal nur Test. Und alles nur auf. Alles nur auf, wie sagt man? Ja, also halt nicht auf Dauer, sondern nur so auf Bewährung quasi. Richtig losgehen mit den Let's Plays wird es dann erst wieder, wenn ich dann wirklich Glasfaseranschluss habe und halt weiß, dass das alles funktioniert. Alter, ganz schön verwinkelt hier. Wo bin ich denn überall? Achso, okay, das ist der gleiche Ort, genau. Das heißt, die beiden Abzweige müssten woanders hingehen. Der hier geht. Genau, von hier kam ich. Genau. Dann gucken wir mal noch bei dem rechten Abzweig ran. Erstmal esse ich hier was. Problem ist halt, durch das Mikrofon sehe ich meine Leiste unten nicht so sehr. Mal gucken, ob ich das ein bisschen tiefer mache. Ja, so ist doch gut. Easy. Ich hoffe, man versteht mich immer noch ein bisschen. Das sieht aber gut aus. So, hier geht's runter. Wollen wir runter gehen? Ich sag mal ja. Let's go. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Vielleicht ist hier noch irgendwelche Kisten. Ne, hier ist gar nichts. Danke dafür. Danke für. Oh, hier ist Eisen. Nice. Ja, an der Decke schauen, ne, vergisst man hier relativ schnell. Das Problem ist, durch diese Holzbalken sieht man die Decke auch nicht so sehr. So, hier ging es raus, ne? Ne, hier ging es nicht raus, dann ging es da raus. So, ab wieder in die frische Luft. Yay! Aber haben wir endlich mal ein bisschen Eisen? Und dann baue ich mir auch endlich mal so einen Ofen. Damit ich mal gucken kann, was wir aus dem ganzen Kupfer machen können. Weil davon haben wir mittlerweile ganz schön viel, ne? Ich höre hier irgendwas rumstampfen. Möge das letztendlich ein Monster sein, oder was? Was ist mit den Fischen immer los? Ich verstehe die Viecher nicht. So, da hinten war ja auch noch Wasser, ne? Da müsste ja ein Strand sein, oder? Gucken wir da mal, ob es da ein bisschen besser aussieht mit uns niederlassen. Oh, Mini-Zombie. Warum spawnen die am Tag? Ich meine, klar, immer her damit, ne? War schon viel Fleisch, aber seltsam ist das schon. Da spawnen hoffenweise Fische, die wieder am Strand landen. Ich dachte, die ganzen Fehler waren behoben. Vor allen Dingen war doch das eins das Besondere von Mindclone 5, dass Mindclone 5 eine neue Mob-API haben soll, was genau solche Sachen verhindern soll. Aber hier spawnen überall die ganze Zeit diese Fischer, die direkt wieder sterben. Danke für die ganzen XP. ja, und die Fische, die am Strand landen, ist auch eher so ein Armutszeugnis. Er stirbt schon. Achso, weil ich hier im Schatten vom Baum war. Deswegen hat er gerade ein bisschen länger überlebt. Habe mich schon gewundert. So, war hier nicht Wasser? Hoffentlich Sonnenblumen sind da, ja. Wow. Können wir mal bitte irgendwo Wasser bekommen? Ich würde mich gerne irgendwo am Strand niederlassen. Ah, da vorne ist Wasser, genau. So, hier ist auch nichts Sinnvolles. So,
Ja, genau, da vorne war Wasser. Und in das Ding können wir mal reingehen. Das machen wir am besten mal direkt. Wollen wir hier runter? Na, hier zumindest Kohle. Gucken wir mal nach. Ja, nee, hier geht's mir zu steil runter. Da brauchen wir jetzt mal bessere Ausrüstung um solche Aktionen zu machen. So, da gehen wir mal wieder in die Richtung hier. Melonen gibt es hier leider nirgendwo welche. Sehr schade. So, gehen wir mal rein hier. Hier gibt es ja auch immer Kisten drinne. Komm, wir bauen uns einfach mal rein hier. Ist ja auch immer so Blätter drin, was ist hier los? Wir sind bei The Way gar schon voll, kann das sein? Das ist ja aber leider keine normale Kiste, sondern so eine Trap-Kiste. Das heißt, wir wollen die mal nicht mitnehmen. Dafür können wir die rausschmeißen. Dann können wir das hier mitnehmen. Und das können wir sowieso mitnehmen. Und das hier auch. Können wir Smaragd zu irgendwas gebrauchen? Ich höre schon wieder irgendwelche Schritte. Ah, wow, ein Händler. Gut, weißt du was? Wir schmeißen mal einfach mal das hier raus und nehmen dafür dich mit. Vielleicht können wir es ja für irgendwas gebrauchen. Spätestens zum Handeln. Verzaubertes Buch. Feueraspekt. Gut, hier ist das ganze Enchant-Ding. Habe ich halt überhaupt keinen Plan von. Guck mal, können wir gleich mit dir handeln? Was hast du denn so? Eisenhelm. Ah, hier ist ja direkt der nächste. Nice. Was hast du denn so? Gar nichts. Da bekommt man nur Emerald. Oh, es ist so dunkel. Obwohl, alles easy, wir haben mein Bett. Aber wir sollten es erstmal von ihnen niederlassen. Hier ist ja zum Glück Strand. Aber leider überall nur so ein Sandstrand. Gibt es hier keinen normalen Strand oder was? Das ist doch traurig. So, weißt du was? Guck mal da. Das ist doch normaler Strand. Jawohl, ja. Hashtag läuft doch. Cool. Dann gehen wir hier so ein bisschen in die Bucht rein und dann können wir uns am Ende der Bucht hier. Komm, wir schlafen erstmal. Was ist in der Nähe? Wo? Das ist ein Tier, aber doch ein Monster. Einfach mal unter schönen, sternklaren Himmel schlafen hier. Easy. So, guck mal, hier in der Bucht, hier können wir uns doch wunderbar niederlassen, oder? Das ist doch perfekt. So, mache ich hier mal diesen kleinen Sandhaufen weg. Da hinten sind auch schon viele Bäume. Vielleicht finde ich da irgendwo eine Wassermelone. Aber erstmal lassen wir uns hier nieder. Erstmal hier Sand weg. So, wir brauchen. Haben wir Saplings? Ich will mal hier direkt ein. Wow, ein. Ein Sapling. Egal, ich will mal hier direkt ein bisschen Holz haben. Denn aus Holz lässt sich ein Baum am besten bauen. Was? Baum bauen? Ich will keinen Baum bauen, ich will ein Haus bauen. Ja. Vielleicht sollte ich mir erstmal ein Gehirn bauen. Das macht wahrscheinlich am ehesten Sinn. Jetzt, wenn wir schon mal gerade dabei sind, warte mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz gucken. Ja, komm, ich beende dich mal. Wie sieht es eigentlich so lautstärkemäßig aus? Habe ich jetzt überhaupt keinen Durchblick. So. Zum einen
Wir wollten das Wasser. Hinten ist Wasser. So, weil ich das hier zum Beispiel getestet habe. Ventilator. Und ich weiß auch noch nicht, ob das, was ich jetzt alles. Ja, doch, also lautstärkemäßig passt es doch alles. Geil. Jutchen. Krass korrekt am Arsch. Achso, halt. Fenster. So. Vollbild. Jutchen. Sehr schön. Auf dem Erfolg direkt erstmal ein bisschen was essen. Ich hatte heute bei so noch kein Frühstück, ja. Also, man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt ein bisschen während des Let's Plays esse. Das ist so geil. Ich hatte auch noch keinen Kaffee. Hey, lol. Naja. Alter, über. Weißt du? Vorhin. Ficken. Und jetzt haben wir vier Schafe. Da eins, da eins, da eins, da eins. Weißt du, wenn man sie braucht, sind sie nirgendwo. Und wenn man wenn man genug Wolle hat, dann tauchen sie einfach überall auf. Überall, wo du hinguckst. Das ist doch nicht wahr. Nee, nee. Immer direkt noch ein Schaf. Jetzt haben wir schon fünf. Weißt du was? Leck mich. Ich bringe euch das jetzt alle um. Ihr wollt es doch auch. Hä? Ihr wollt es doch auch. Sonst würdet ihr mich nicht so ärgern. Up into the sky. So. Veganer am Arsch. Ich werde Veganer, wenn mich die Tiere nicht mehr so ärgern. So. Die vermehren sich ja hier sowieso wie die Karnickel. So gesehen macht Veganer sein im Spiel sowieso keinen Sinn. Wenn die eh wieder nachspawnen. Hä? Wo ist jetzt der dritte Schaf? Ach, da hinten. Das ist jetzt noch ein graues Schaf, ja klar. So, aber wenn ich jetzt mal alles abschlachte, können wir gleich mal gucken, ob es hier Melonen gibt. So rein zufällig. Auf jeden Fall gibt es ja hoffenweise Blumen. Alter, richtige Blumenbeet hier. Nice. So, also da hinten ist ein etwas dichterer Wald. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück mit Schafen zum Beispiel. Mit Melonen meine ich doch. Aber ich sehe erstmal nur Blumen. Und wir sind schon wieder verhungern. Alter, ich kann dreimal Fleisch essen, ohne Herzen abgezogen zu bekommen? Seit wann das? Normalerweise war es doch so, dass wenn ich Gammelfleisch esse, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Dinger hier grün werden. Und sobald sie grün sind und ich ein weiteres esse, kriege ich doch dann immer Schaden, oder nicht? Dann bin ich doch vergiftet. Aber jetzt irgendwie gar nicht. Interessant. So. Gibt es hier irgendwelche Melonen? Melonen, Melonen. Alter, da oben schon wieder hoch hinaus, sag ich mal. So, wir müssen auch ein bisschen darauf achten, dass wir sich verlaufen. Das heißt, wir sollten uns ein bisschen so in dieser Steinformation halten. Dann wissen wir immer, wo es nach Hause geht. Pilze! Brauchen wir Pilze? Nee, ne? Nö. Die Dinger nehme ich mal mit hier. Wie viel die bringen, ob die mir auch überhaupt was anderes bringen, also ob man daraus Gericht machen kann. Keine Ahnung. Wir wollten uns doch endlich mal einen Ofen bauen, ne? Scheiß die mal da. Ich bin hier die ganze Zeit nur noch am rumlatschen und Melonen suchen. Und dabei finden wir eh keine. Hä? Wo ist denn der gestorben? Ja, nee, glaubt, mit dem Melonen finden, das wird nichts. Gut, komm, hier sind ein paar schon große Bäume, dann holen wir uns hier mal direkt ein paar Bäume und dann. Spawn jetzt hier auf den Bäumen oder was? Ah, egal.
Wobei der scheint nicht, nicht auf dem Baum zu sein, sondern im Baum, weil das müsste ja durch die Sonne eigentlich verbrennen. Tut er aber nicht. Das heißt, der muss irgendwo im Schatten sein. Ah, oh, jetzt ist er. Das Problem ist natürlich bei so großen Bäumen, ist hier an das ganze Holz ranzukommen. Und du musst ja das gesamte Holz abbauen, damit die Blätter despawnen. Na, siehst du. Schon haben wir Probleme. Scheiß jemand an. Ah. Ich brauche Erde. Gib mal Erde hier. Ich hätte eigentlich da, wo wir uns niederlassen wollen, hätte ich dann gleich mal ein paar Kisten aufbauen können, ne? So, gehen wir mal hier ein bisschen auf den. Hat ja super geklappt. Wollen wir ein bisschen auf den Baum raufgehen und dann können wir ein bisschen besser die. Alter, ist das hier für ein riesiger Baum? Okay, das ist vielleicht doch ein bisschen größer, als ich dachte. So, gehen wir mal hier rein. Ups, ups, ups. Ja, das war genial. Oh. Salam alaikum. So. So, die kennst hier ein paar Blätter oder? Oder was? Also, ist da immer noch auf Holz oder was? Muss ja. Ich meine, ich sehe zwar keins mehr, aber so dicht wie die Blätter sind, so kein Wunder. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Wisst ihr, über Leute meckern, die hier Fleisch essen bei meinem Test oder bei Minecraft allgemein. Aber kein Problem mit haben, dass man hier so einen gesamten Urwald abholzt. Ja, das ist völlig normal. Das ist völlig erlaubt. Laufte Dinge und so, ne? YOLO. Ah, mein Inventar. Mein Inventar. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Ganz ehrlich. Oh Gott, ich habe eine Kartoffel. Wow! Das ist ja geil. Weißt du was? Das Brot essen wir einfach mal. Ah ne, wir haben gerade mal. Brauchen wir hier von irgendwas nicht? Sand brauchen wir nicht. So. Passt doch. Was? Wir können die Äpfel nicht mitnehmen? Oh mein Gott, ich will sterben. Ach komm, die Holzaxt. Die können wir. Die wollten wir schon lange wegwerfen, ne? Ein paar XP können wir auch noch mitnehmen. So, warum die kleinen Blätter hier nicht? Hier ist doch gar kein Holz mehr drin. Oder brauchen die einfach nur so ewig, bis sie verschwinden? So, schön viele Saplings mitnehmen. Oh, Alter, ich hab irgendwas im Auge. Aber Dreck ist es nicht. Aber irgendwie, vielleicht doch. Keine Ahnung. So, oh, hier unten noch Saplings. Nicey dicey. Gut, dann würde ich mal sagen, können wir langsam mal Richtung Haus gehen. Also da wo wir uns niederlassen wollen, haben wir mittlerweile ein paar Saplings. Da können wir eigentlich schon anfangen, uns da niederzulassen. Vor allen Dingen endlich mal Kisten bauen, damit wir hier mal unser Inventar ein bisschen entkleiden können. Weil das hier zum Beispiel kann raus, das kann raus. Ja, die Sachen lohnen sich auf jeden Fall aufzuheben. Klatschen aber unser Inventar zu. Das ist nicht geil, du. Das ist absoluter Bullshit. So, da oben sind noch weitere Saplings. Oh mein Gott. Ich will die alle haben, ne? Ist doch schon klar. Problem ist halt, ich komme da nicht ran. Komm ich so rauf? Ne, leider auch nicht. Warte mal kurz, wenn ich das so mache hier. Ja, so komme ich doch in die Richtung. Nice zu.
Ja, ihr seid halt da runter, ja, leck mich doch. Manno. Soll ich jetzt nach Hause, kein Bock mehr. Tschüss. Also aus, was wir waren, die gestimmt irgendwo. Good to know. Nice. Tja, und hier im Wald irgendwo versteckt gibt es auch keine Wassermelonen. Ein bisschen schade. Ich weiß doch gerade gar nicht, wo Wassermelonen überall wachsen. Ich glaube, wachsen die noch im Wald, oder? Oder war das nur in bestimmten Wäldern? Also auf jeden Fall im Dschungel. Da müssten wir, glaube ich, welche finden. Aber Dschungel sehe ich halt nicht so welche. Nicht so ein. Oh, da ist fucking Lava. Die sollte man mal direkt stoppen. Bevor es uns die gesamte Booty wegbrennt. Gegend wegbrennt. Das Problem ist, wie kommen wir da hoch? Naja, ist ganz schön hoch. Gut, dann bauen wir uns einfach so hoch. Ist ja auch kein Problem. Solange wie die Lava sich noch nicht so sehr verteilt hat, können wir ja relativ gut hoch. So, wo ist die Lava da oben? Und ja, ich könnte jetzt einen Eimer mitnehmen, damit ich die Lava abgraben kann. Aber... Warte mal kurz, wir können ja zumindest erstmal gucken, wo sie genau ist. Okay, da ist sie. Das heißt, wir können sie zumindest einfach mal einbauen. Das wäre auch schon mal eine Option. So, ungefähr da einmal. Dann, da einmal. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen herangehen. Und dann... So. Okay. Jetzt können wir uns die Lava später nochmal holen, wenn wir Bock drauf haben. Am besten macht das drüber auch auf, damit wir die Lava später sehen können von der Ferne. Ja? Weil jetzt leuchtet die ganze Zeit. Das heißt, wir können sie später, wenn wir hier langlaufen, sehen wir sie. Also zumindest, wenn es nachts ist. Ne? Am Tage jetzt nicht unbedingt. Aber sie stellt hier für die Dinger keine Gefahr dar. Wobei, hier brennt gar nichts. Eben, ich bin auch bescheuert. Ich hab doch Feuer aufgemacht. Also, Feuer gibt zwar, aber Feuer kann nichts anzünden. Sollte ich vielleicht mal im Rahmen des Let's Plays deaktivieren, gell? Ist ja hier unser Let's Play-Ding, ne? Ist ja unser... Genau, ist unser Let's Play-Ding. Das heißt, wenn ich das hier aktiviere, dürfte das auf meine anderen Dinger keinen Einfluss nehmen. So, Enable Fire ist aktiviert. Fire Spreading, das ist aktiviert. Oder kann es sein, dass es durch das Ding hier blockiert wird? Ich deaktiviere das Ding mal. So. Weil irgendwie war es ja auch bei Minecraft mit diesem Disable-Feiern. Das gab es ja auch bei Minecraft. Eben, eins davon war das Moderne und eins davon war das nicht so ganz Moderne. So, Vollbild. Jetzt gucke ich mal kurz. Ja, ist natürlich schon alles weg. Danke dafür. Okay, ich lasse es nochmal ganz kurz raus. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen leichtsinnig, was ich jetzt gerade mache. Aber für die Wissenschaft, YOLO. Let's go. Be free, Motherfucker. Ach, dachte gerade schon, bleibt es da ewig. So, sollte auch schon reichen. Mach ich direkt wieder zu. Oh, Skelett. Nein, stopp nicht. Oh. Wow. Die Lava ist ja... beim Abfließen schneller als beim Zerfließen. Muss ich ewig warten. Kann es sein, dass da hinten so ein Dungeon ist?
ist das schon das zweite Skelett. Ich meine, kann auch sein, dass sie einfach mal so spawnen. Aber es ist damit wahrscheinlicher, dass ich gleich abgeschossen werde, vor allen Dingen. Ups. Weißt du was? Ich mach's mir einfacher. So. Oh, er hat mich endlich mal gesehen. Also brennt tut's schon mal. Also das ist ja richtig. Die Frage ist, ob's abbrennt. Und da unten brennt noch gar nichts. Obwohl das mittlerweile überall Lava ist. Scheint aber niemanden zu interessieren da unten. Ja. Ja, ne, scheint hier. Gucken, ob sich's ausbreitet. Tut scheinbar auch nicht. Weil das Feuer, das Holz direkt neben Lava brennt, das ist ja völlig normal. Die Frage ist halt, ob sich das Feuer halt ausbreitet. Das ist halt die entscheidende Frage. Ne? Das Ding muss jetzt eigentlich auch Feuer fangen. Das Ding hier weiß ich nicht, ob die auch schräg daneben Feuer fangen. Aber die Frage ist halt, ob sich das ausbreitet. Und es breitet sich... Ah, es ist weggebrannt, tatsächlich. Okay, das heißt, Feuer ist jetzt destructive. Dann gucken wir mal. Jetzt, wenn ich jetzt dieses Disable Fire wieder aktiviere... Disable Fire aktivieren. Genau. Dann bin ich mal gespannt, ob A, sich das Holz jetzt immer noch entzündet und B, wenn es sich entzündet, ob es dann wegbrennt. Ach, Mann, ey. Das dauert hier ewig. Ronny, was machst du hier jetzt? Und wie fällt sie runter gleich? Ah, Glück gehabt. Tja, also brennt tut ja nichts. Das heißt, dieses Disable Fire ist tatsächlich auch für Minecraft. Für Minecraft relevant. Das ist ja interessant. Jutchen. Okay. Ah ne, guck mal, es brennt. Das heißt, dieses Disable Fire hat es nicht verhindert, dass es brennt. Es ist nur gucken, ob es verhindert, dass es abbrennt. Also dass der Block dann verschwindet. Aber wenn ja, dann frage ich mich, warum da unten nichts Feuer gefangen hat. Weil da unten ist alles normal. Du musst jetzt alles brennen. Die gesamte Welt müsste brennen. Gut, ich baue mir das ganze andere Holz schon wieder ab. Brauchen wir nicht mehr. Ja, oh, doch, das Holz verschwindet tatsächlich. Okay, das heißt, mit dem Disable Fire kann man mal jemand sagen, wo ist mein Kaku? Da. Das heißt, das Holz verbrennt wirklich. Oh, sogar relativ schnell. Jetzt. Was? Was war das für das gerade für ein Geräusch? Das war jetzt so nicht geplant. Darf ich bitte wieder hoch? Dort gibt euch auch nicht hier. Dankeschön.
Ich fick mein Leben. So, jetzt hier aber. Wie jetzt? Machen wir so hier. Genau. Jetzt habe ich wieder kein Holz. Kein. Holy moly. So, du musst auf jeden Fall noch weg. So, damit das Lava jetzt auch wirklich gefangen ist. An der Stelle. So. Ja. Gut, dann kann ich das jetzt so lassen. Das heißt, Feuer ist tatsächlich destructive. Kann also Sachen zerstören und kann sich auch ausbreiten und alles. Was dann, wie gesagt, wiederum die Frage ergibt, warum da unten nichts gebrannt hat. Sehr interessant. Wollen wir gleich da hoch? Nee, ne? Alter, Suicide hier, ey, ist ja... Holy moly! Gutchen, aber wenigstens haben wir schon mal Lava. Das heißt, wenn wir irgendwann Lava brauchen für irgendwas und noch keine Höhle gefunden haben, wo es Lava gibt, dann haben wir zumindest schon mal Lava. Und wir wissen, dass wir mit Lava aufpassen müssen. Was durchaus eine wichtige Information ist. Denke ich einfach mal, ne? So. Dann halten wir uns mal wieder hier. Eine Höhle mit Wasser ist ja geil. Perfekte Fundgrube für Eisen etc. Da zum Beispiel. Oh. Und Kupfer. Wo ich immer noch nicht weiß, was wir damit machen können. Aha. Ich höre es. Oh. Okay, von dir wollte ich jetzt eigentlich nichts. So, der Enderman kann mal verschwinden, weil ich weiß nicht, wie stark Endermane sind. Endermane? Ist das überhaupt ein Wort? Ich soll doch mal was essen hier. So. Ich find's irgendwie falsch, dass uns das Fleisch nicht vergiftet. Also vergiftet ja irgendwie schon, weil ist ja grün. Aber dass uns das keinen Schaden zufügt. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Wo ist jetzt der Enderman? Hat er sich teleportiert? Vor allen Dingen, wo ist dieser Kack-Skelett? Weißt du was? Bleib stopp halt. Ich wollte dich in Ruhe lassen, aber wenn du Krieg willst, dann kriegst du Krieg. Ich hasse volle Inventare. Oh, die Sachen hier sind bald kaputt. Weißt du was, dann kommst du mal weg hier. So. Zwei Stück haben wir bekommen. Was kann ich mit denen überhaupt machen? Ah komm, wir gehen erstmal wieder hoch und dann baue ich mir endlich mal unser Lager, damit ich mal mein Kack-Inventar hier leer bekomme. Das ist ja... Da kriegst du eine Krise, kriegst du da ja. Du kannst doch nicht arbeiten. So. Bin ich hier richtig? Müsste, ne? Hier müsste ich soweit richtig sein. Oder auch nicht. Hier sieht alles dezent gleich aus. Da ist Sand. Hier ist Eisen. Sehr geil.
Wo war jetzt? War es da hinten? Nee, ne? Da hinten ist nur dieser Sandstrand. Aber das war doch hier an dieser komischen Steinfront, oder? Kann es nicht sein, dass es da hinten irgendwo ist? Dass es dann noch hinten kommt? Gucken wir mal. So. Ja, das sieht fast so aus. Das sieht dezent richtig aus. Hey. Wollte gerade hier von ein bisschen mitnehmen, aber unser Inventar ist ja voll. So. Ja, das sieht einigermaßen korrekt aus. Okay, man kann sich hier doch noch. Oh. Mehr verlaufen als ich dachte. Genau, hier ist es. Hier haben wir abgebaut. Ja, aber ja, gut. Als allererstes kommst du dahin. Als allernächstes kommst du dahin und du kommst denn. Wir bauen dich erstmal dahin. Du kommst einfach mal. Ja, keine Ahnung, hier so hin. Und dann bauen wir noch direkt eine zweite Kiste. Dann haben wir eine große Kiste und dann können wir da direkt mal ein paar Sachen reinschmeißen. Danke dafür. So. Dann schmeißen wir erstmal einfach alles rein. Ja, damit wir unser Inventar mal ein bisschen leer bekommen hier. So, bam, 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 bam. Also die beiden Sachen können wir hier lassen. Steine können wir auch direkt mitnehmen. Ich mache jetzt mal eine Vollpause. Ja, genau. Weg damit. So, genau. Oh. Ich hasse Bilder, die oben und unten so einen schwarzen Balken hier haben, ne? Aber das kommt wirklich direkt durchs Bild. Das ist jetzt nicht, ne? Hier, direkt im Bild ist das so integriert. Ist natürlich ein bisschen schade, aber naja. Weil normalerweise habe ich ja die Bilder immer so eingestellt, dass die hoch, also so gemacht werden, dass halt keine schwarzen Balken entstehen, sondern die Ränder, die zu groß sind, abgeschnitten werden. Wenn aber die Bilder halt selber schon schwarze Ränder beinhalten, was halt komplett dämlich ist, dann ist halt kacke. Ich meine, meistens entstehen solche Bilder, weil die dann irgendwo von irgendwelchen Videos abfotografiert sind. Das heißt, man hatte ein Breitbild, das hat dann irgendjemand in irgendein Video gepackt, was 16 zu 9 hatte, und irgendeine dritte Person hat dann aus dem Video das Bild wieder extrahiert, aber dann mit den schwarzen Balken. Und dadurch entstehen ja meistens solche Bilder. Oder derjenige, der das Bild hier gemacht hat, hat einfach keinen Geschmack. Naja, was willst du machen? Außer kreischen. Ganz laut. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Wann auch immer die kommt. Ciao.